Ihr Lieben, kann ich euch vielleicht dazu verlocken und verführen, nach Bulsheim zu ziehen? Wie ihr seht, jede Menge grüne Flächen, ja noch Brachland, mitten in der City von Bulsheim. Tolle Straßenbahnsystem, moderne Straßenbahnen, Bäume, die selbst in der glühenden Sonne hier an der Adriaküste, in diesem lieblichen, heißen Klima, das, wo man nicht genau weiß, urlaube ich hier oder arbeite ich noch, die selbst hier Schatten spenden und euer Gehirn kühlen. Traumhafte Lebensbedingungen, traumhaft. Und ein cooler Bürgermeister, eine ganz coole Socke, der gerade die freie Liebe verkündet hat und die sexuelle Revolution. Wenn euch das nicht lockt, dann weiß ich es auch nicht. Hier in Bulsheim ist echt jede Menge noch an freiem Platz. Die Bevölkerungszahl klebt kurz unter den 42.000 fest. Es liegt nicht daran, dass wir nicht genug freie Flächen hätten. Das hier ist entweder Gewerbe- oder Wohngebiet für Flächen. Das heißt, hier direkt neben dem Gericht könnt ihr einziehen, wenn ihr wollt. Da findet ihr vielleicht einen Job als Praktikant, eventuell sogar als Ankläger, als Staatsanwalt, als Rechtsanwalt, als Botenjunge, als was auch immer. Freie Arbeitsplätze gibt es. Kommt einfach vorbei. Kommt nach Bulsheim. Eine Sache hatte ich allerdings vergessen. Es ist kein Zufall, dass wir gerade bei der Friedenstadt sind, bei dem Bezirk. Ich gehe mal in die Stadtdaten rein. Wir haben lange nicht mehr überprüft, wie es hier aussieht mit dem Straßenverkehr und in Friedenstadt. Da haben wir echt die Herausforderung, etwas zu tun. Verkehrskapazität mehr als ausgeschöpft. Wir haben hier durchaus Möglichkeiten, etwas Gutes zu bewirken bei der Infrastruktur. Und zwar beim Ampelsystem. Einmal Ampel ausgebaut, mehr Sicherheit. Plus 0,0 Verkehrspunkte. Ich weiß nicht, bringt das was? Erhöht die Verkehrspunkte, steht hier. Dann machen wir das auch wenn es der Tooltip nicht bestätigen mag. Und die LED-Beleuchtung, die bringt aber nur, verbessert nur das physische Umfeld. Das ist mittlerweile sehr hoch. Das ist zumindest stadtweit bei 10. Da haben wir enorm zugelegt. Überhaupt sind die Werte bei den Bedürfnissen in den letzten Folgen, in den letzten Jahren deutlich gewachsen hier. Den Bürgern geht es so gut wie nie zuvor, glaube ich. Das lassen wir mal weg. Und all die anderen Geschichten hier. Es kostet fast nichts. Es kostet gerade mal 1.700 pro Monat. Dann machen wir das. Die Parkuhr reduziert wiederum das physische Umfeld. Erhöht die Anzahl der Verkehrspunkte. Dann machen wir das. Wir haben ja zum Ausgleich diese andere Geschichte. Hier werden sie wieder erhöht. Laufende Kosten. Das ist schon ein bisschen teurer, die LED-Beleuchtung. Die lassen wir weg und die Mobilfunksender, die kosten ordentlich was und bringen auch ordentlich was. Outsourcing. Das werden wir in Kürze ja haben hier. In Bulsheim. Wenn Unternehmen früher wuchsen, neigten sie dazu, mehr Fachkräfte anzuwerben, um verschiedene Teile ihrer Produktion abzudecken. Heute konzentrieren sich die Unternehmen eher auf ihre Kernkompetenzen. Ihre Stadtverwaltung denkt darüber nach, welche Auswirkungen das auf den öffentlichen Sektor hat und was wir darüber wissen müssen. Das heißt, sollen wir die Zahl der dauerhaft fest Angestellten konstant halten oder sogar steigern oder sollen wir darauf setzen, flexibel auf neue Auftragslagen, auf neue Herausforderungen zu reagieren, dann halt hin und wieder Leute anzuheuern oder andere Unternehmen den Auftrag zu geben, für uns zu arbeiten, wenn es mal situativ nötig ist. Die Stadtverwaltung soll sich auf eine steigende Anzahl Unternehmen vorbereiten, soll eine Liste mit ortsansässigen Unternehmen vorbereiten. Also das heißt wohl, dass mehr Unternehmen in die Stadt reinkommen. Und das heißt, dass wir den Zuzug eher eindämmen und dass vielleicht bei den ortsansässigen Unternehmen die Qualität steigen soll. So stelle ich mir das vor. Ich hätte gerne Wachstum. Effizienzbonus. Aha. So.
jetzt wieder über 42.000. Burgai in Bolsheim. Hier oben hatten wir ja in Braunbrü eingestellt, dass die Fabriken dort höher bauen und dichter stehen dürfen. Die Kirchen werden besser finanziert. Das war ein Antrag, den die Christdemokraten, glaube ich, eingebracht haben. Den hatten wir befürwortet. Das bringt wirklich eine ganze Menge. Mehr physisches Umfeld, mehr soziales Leben durch unsere Kirche oder Kirchen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei haben. Noch 315.000 plus. Wie gut, dass unsere Finanzprobleme, die wir zwischenzeitlich hatten, dass die vorübergegangen sind. Gleich drei Abstimmungen Bezirk verändern. Da hatten wir ja gerade den Bezirk viele schöne Dinge präsentiert. Kostenlose Antibabypille. Echter Wohlfahrtsstaat, eine Wohlfahrtsstadt, die wir hier errichten. Und Schwangerschaftsabbrüche, die kosten auch kein Geld. Wäre noch schöner, wenn nur die reichen Ladies sich eine Abtreibung leisten könnten. So, ich lasse jetzt nochmal einen Monat durchlaufen. Mal gucken, was das hier alles bringt. Kostenlose Empfängnisverhütung. Die Sozialdemokraten treten für Familienplanung ein und stellen den Antrag, die Antibabypille verheirateten Frauen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das ist die alternative Verordnung. Also die Verordnung, wo nur verheiratete Frauen die Antibabypille umsonst bekommen sollen. Wir haben stattdessen die weiterführende Verordnung durchgeführt, wo alle Frauen die umsonst bekommen sollen. Ja. Mist, also das ist natürlich ein Bug. Der Antrag sollte nicht mehr, also der Antrag sollte vielleicht zur Verfügung stehen als Alternative oder wie auch immer, aber dieses Event sollte es nicht geben, vor allem weil ich nicht weiß, was das hier bedeutet. Wenn wir diesen Antrag durchführen, wird der andere Antrag dann aufgehoben, der allen Frauen die kostenlose Empfängnisverhütung gibt. Mit Nein-Stimmen wäre irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur raten, welche Auswirkungen es im Gameplay hat. Ich unterstütze das mal. Sozialdemokraten lieben mich mehr, also... Ich hoffe, das wird noch gefixt. Wird wohl durchkommen. Und wir schauen uns derweil nochmal in den Stadtdaten die Bezirke an. Verkehrskapazitäten, ich glaube sowohl in Nordhang als auch in Funkenflug. Da hatten wir diese, da müssten wir die Parkuhren doch haben. Parkuhren haben wir hier. Nordhang ebenfalls. Haben wir alles schon gemacht, was man machen kann. Und in den anderen Bezirken, Friedenstadt haben wir die einmal gerade alles eingeführt, in Freidenk und in der Altstadt haben wir keine Verkehrsprobleme, in der Altstadt noch nicht, aber sicher bald, befürchte ich. Ab 100% wirkt das hier, bringt das Mali, wenn die Verkehrskapazität diesen Wert erreicht hat. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Bedürfnisse hier sonst befriedigt sind in den verschiedenen Bezirken, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. 8-9er Werte, da müssen wir nicht tätig werden. Und die politischen Parteien? Ich lass mal weiterlaufen.
Gleich kommt Outsourcing. Für alles, was wir nicht gerne tun, gibt es jemanden, der es gut und gerne macht. So, wir können nun Wirtschaftsdelegationen entsenden. Neues Feature habt ihr noch nicht kennengelernt hier im Let's Play mit Urban Empire. Damit können wir auf das Geschäftsleben der Stadt Einfluss nehmen. Diese Delegationen können in die ganze Welt entsandt werden. Wir können festlegen, aus welchen Branchen die Firmenvertreter stammen, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen werden. Das ist dieses Feature hier. Übersetzungsbüros als Upgrade des Gerichtes stehen uns zur Verfügung. Und Sendai. Ich weiß nicht, was Sendai ist. Tut mir herzlich leid. Gehen erstmal raus. Handelsabkommen. Das hier links waren die... Jetzt klicken wir auf die Wirtschaftsdelegationen. Ja, alles klar, Sendai ist ein Ort. Und wo liegt der, bitteschön? Den kannte ich noch gar nicht. Und ich habe mir immer so viel auf meine Geografiekenntnisse eingebildet. Da war ich wohl etwas. Die habe ich mir anscheinend wirklich nur eingebildet. Wohin schicken wir Wirtschaftsdelegationen? Nochmal nach San Francisco? Na, da sind wir doch gerade schon. Nach Sydney? Hier, die sind nicht freigeschaltet. Sender als Standort ist freigeschaltet. Da das jetzt erst freigeschaltet worden ist, könnte ich mir vorstellen, dass es besonders interessant lukrativ ist, weil sonst, warum sollte man das sonst im Fortschrittsbaum weiter hinten platzieren, wenn das nicht mit einem besonderen Bonus oder einer besonderen Belohnung verbunden wäre, diesen Standort zu nutzen. Soll das gut sein? Ah, die Stadt der Bäume. Ach, Japans Hauptinsel. Sehr witzig. Wird ja unten in Afrika angezeigt und sollte eigentlich hier oben sein. Sehr, sehr witzig. Die Sendai, die Stadt der Bäume, ist die wichtigste Stadt im nördlichen Teil von Japans Hauptinsel und wurde im 17. Jahrhundert vom Daimyo Date Masamune gegründet. Entschuldigt bitte, mein Japanisch ist nicht so ganz perfekt. Aufgrund der nördlichen Lage verfügt Sendai über eine malerische Landschaft und ein raues Klima. Buchveröffentlichung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Maschinenindustrie, Kunststoff, Sportartikel, Videospiele. Oh ja, Videospiele. Das ist wahrscheinlich ein Spaßbonus. Ich hätte gern irgendeinen Bonus auf Gesundheit. Kriegen wir nicht. Buchveröffentlichung ist wahrscheinlich eine auf persönliches Wachstum, wenn wir ganz viel Glück haben. Dann wäre das ein Bonus auf die Denkleistung. 24 Monate Delegation. 50.000. Während unsere Delegation nach einem langen Flug in Japan ankommt, wird aber jedem von uns schnell klar, dass Japan längst nicht mehr das Massenproduktionsland für mindere Qualität ist, wie noch früher hektische Städte voller Hightech-Innovationen, die in Sendai schon benutzt werden, während sie in Svarelia noch viel zu teuer sind. Aber als wir hören, dass die fertigen Produkte hier genauso viel kosten wie die einzelnen Bestandteile zu Hause, wird uns klar, dass svarelische Unternehmen am besten Folgendes machen sollten. Hat das alles... Macht das alles so viel Sinn bei Buchverlagen? Bessere Bedingungen für Bestandteile aushandeln? Auf High-End-Produkte im Verlagswesen konzentrieren? Fragezeichen. Eigene Fertigungsstraßen bauen? Wo? In Sendai oder bei uns zu Hause? Also hier bekommen wir Bestandteile geliefert und produzieren weiterhin zu Hause. Das ist Outsourcing. Da werden wir ab jetzt in vor Ort produzieren. Und was das bringt, kann ich nur raten. Ich möchte weiterhin bei uns produzieren. Ich möchte, dass die... ich möchte gar nicht outsourcen. Ich möchte, dass die heimische Wirtschaft, dass die Fabriken in Bulsheim selber, dass die nur die Bestandteile geliefert bekommen, billiger als zuvor und dann produktiver. Und dann preiswerter produzieren können. Dass die Produktion bei uns bleibt.
Effizienzbonus für die Buchveröffentlichung. Kostet aber verdammt viel Geld. 50.000, oder? Ja, die Kosten sind hier nicht aufgeführt. Dann hoffe ich mal, dass es gar nicht teuer sein wird. Oh, neue Erfindung. Hier. Viel nicht mehr. Automatisierung, die will ich weiterhin ignorieren, weil er nämlich zwar wegen dieser Sache hier mehr Arbeitslose aus der Arbeiterklasse als vom Treter der Familie Kilgannon schaudert es mich da. Da gehen wir doch weiterhin lieber auf die Informationsfreiheit. Wir könnten auch eine Epoche raufrutschen in die fünfte. Oh, Nachhaltigkeit, Internet. Strafzahlung für Fahrzeuge. Also ich bleib mal eins, ich mach das mal der Reihe nach. Ich beende erstmal diese Epoche, weil jetzt schon in der Epoche 5, das kommt mir irgendwie sehr, sehr komisch vor. Ich weiß, ich habe das vorher gerne gemacht, aber ich mach mal das hier und was es dann bewirkt, schauen wir uns an, wenn wir es freigeschaltet haben. Also jetzt im März 61 in die fünfte Epoche reinzukommen, haben wir irgendwann alles erforscht und das Spiel ist noch lange nicht beendet. Soll ich Anfang der 80er schon alle Epochen komplett durchgespielt haben? Ich weiß nicht. Ist doch schön, dass es geht. Wir haben anscheinend erfolgreich und effektiv gespielt. Ist ja irgendwie auch eine nette Belohnung, wenn man so früh sich all diese Möglichkeiten freischalten kann. Fühlt sich aber auch ein bisschen komisch an, finde ich. Ein Ratsantrag liegt vor. Mitglieder des Stadtrates wollen, dass wir darüber abstimmen lassen, dass Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dass deren Stammkapital, das sie brauchen, dass es verringert wird. Puh. Das bedeutet, dass so Gesellschaften schneller entstehen können, dass die gefördert werden, dass aber auch in Einzelfällen eher Betrug möglich ist, dass auch mal Gesellschaften pleite gehen, dass niemand, dass eventuell Leute auf ihren Schäden hocken bleiben, dass vielleicht Zulieferfirmen, dass die unter Umständen ihre Rechnungen für Zuliefermaterial nicht mehr beglichen bekommen, weil da zu riskant gewirtschaftet worden ist. Hat beides Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, unser Aiden Kilgannon, das ist eher so ein liberaler Freigeist und der unterstützt das. Mehr Denkleistung in der Universität, Nachfrage, persönliches Wachstum. Wir unterstützen das. Parteien unterstützen das auch mehrheitlich, nur die Kommunisten nicht. Die Liberalen treten für diese neue Gesetzgebung ein. Zurzeit bedeutet die Gründung einer Gesellschaft für beschränkte Haftung nicht nur, dass sie sehr teuer ist, sondern auch einen bürokratischen Albtraum mit sich bringt, steht hier. Genau deswegen war es bisher nur die reiche Elite, die solche Unternehmen gründete. Jetzt gibt es GmbHs durch jedermann. Heiß und schlüpfrig, wie Erwachsenenfilme Politiker begeistern. Die Eintrittskartenverkäufe für Erwachsenenfilme haben sich unter Politikern verdreifacht, behauptet ein Brancheninsider. Oh Gott, die mächtigste Atombombe der Welt wird gezündet auf einem Testgelände, die AN-602, die destruktivste Waffe aller Zeiten. Und doch deutlich über 42.000 Einwohner. Weiterhin Baulücken hier. Mäßige Nachfragen in Industriegebieten nach Gewerbe so gut wie gar nicht. Die Stadt wächst ganz, ganz langsam im Schneckentempo, aber sie wächst. ...344.000 im Plus. Unser Park. Sexuelle Revolution.
der Umgang der Geschlechter miteinander in... Was für ein Bug, der ist immer noch drin. Ich spiele jetzt mit der Version nach dem zweiten Hotfix, nach Release, und diesen Textfehler gibt es immer noch. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre er ein wenig sehr durcheinander. Der Umgang der Geschlechter miteinander in Aiden Kilgannon hat sich vollständig verändert. Also schizophren kann man das schon gar nicht mehr nennen. Dieser Sturm der Persönlichkeiten in ihm, das ist einfach ein Textfehler. Hier sollte statt Aiden Kilgannon einfach Bullsheim stehen. Heutzutage werden romantische Verabredungen und sogar Sex vor der Ehe nicht mehr als verwerflich angesehen. Sogar der Sex mit einem anderen Partner als dem eigenen Ehepartner wird nicht mehr im selben Maße verurteilt wie früher. Ihnen gefällt diese entspannte Herangehensweise recht gut, unser Schlemiel, dieser Aiden Kilgannon, also echt. Wir sind der Überzeugung, dass es langfristig zu jedermanns Vorteil sein wird. Vor allem zu deinem, ha? Mann, Aiden. Alter Halunke, er geht mit gutem Beispiel voran und treibt es mit jedem Mann oder vielleicht auch nur mit jeder Frau. Wir drängen darauf, dass die Menschen sich um ihr eigenes Leben kümmern sollen. Was bedeutet der Satz? Keine Ahnung. Dass die Leute sich um ihren eigenen Scheiß kümmern sollen? Vielleicht. Und es ist doppeldeutig interpretierbar, die deutsche Übersetzung ist dann leider nicht eindeutig. Es könnte bedeuten, Leute, kümmert sich euch um euren eigenen Scheiß und jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich sein dürfen. Laissez-faire und kümmert euch nicht darum, wie es andere treiben und mit wem. Das könnte eine Aufforderung zu mehr Liberalität sein, könnte aber auch ein andererseits so ein moralischer Appell sein an die alten Werte. Keine Ahnung. Oder sind wir der Überzeugung, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie zufriedenstellende Beziehungen haben? Ja, auch das ist so ein Blabla-Satz, der kann alles und jedes bedeuten. Ich glaube, dass unser Aiden Kilgannon, dass der es faustdick hinter seinen Ohren hat. Die Partei der Mitte verachtet uns jetzt. Die Grünen dagegen finden das verdammt cool. Wir geben einer Zeitschrift ein Interview über unser Privatleben und unsere Beziehung mit einer afroamerikanischen Schauspielerin. Dabei erläutern wir, was uns an einer Beziehung gefällt und warum wir beide zusammen sind. Wir hoffen, dass es durch unsere Offenheit anderen Menschen leichter fallen wird, alternative Lebensentwürfe zu akzeptieren. Außerdem hilft es ihnen vielleicht zu erkennen, was sie in ihrer eigenen Beziehung verbessern können. Jede Menge Abstimmungen im Stadtrat. Machen wir das schnell noch. Kostenlose Antibabypillen für verheiratete Frauen. Jetzt gucke ich mal, ob der alte Antrag immer noch hier ist. Dass nämlich alle Frauen gratis Antibabypillen bekommen. Ich kann den nicht mehr entdecken. Wurde gerade aufgehoben, der neue Antrag steht aber auch nicht. Hier steht auch nichts. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Auch wenn grüne Herzen über Bullsheim aufsteigen, mir ist bei sowas ein bisschen mulmig zumute. Also, das ist für mich nicht so richtig transparent. Apropos, wenn einem die transparenten Informationen fehlen, kümmern wir uns doch um die Informationsfreiheit und das Event, das uns da links unten anlacht, in der nächsten Folge dieses Let's Plays. Ihr Lieben, macht's gut, habt eine gute Zeit, kümmert euch um eure freie Liebe.